Ganz schwache Leistung, ja, das stimmt allerdings. Mädchen, ich schieß dir ins Gesicht. Wenn es sein muss, 8 Mal. Wo bist du? Da ist er. Junge! Ja, jetzt bin ich wieder halt tot hier, ey. Ich heil mich mal, ne? Mhm. Oh, da hinten steht auch noch ein Kraut, sehe ich gerade. Du kannst nicht vor mir wegrennen, ich krieg dich. Nein, 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 geh weg. Ich hab den gerade 3 Mal getroffen. Nein, 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 geh weg. Jetzt? Du bist jetzt durch die Tür getreten. Ich war doch gar nicht da. Oh, oh Gott. Oh, okay. Eine Vase. Man darf die Jill nicht abschießen, also nicht töten. Ach so. Ja gut, ist schon mal gut, dass wir das wissen. Ja, ich bin ja gerade nachgelaufen und hab dir so viel Blei in den Rücken geknallt. Okay. Also müssen wir uns nur auf den komischen Spaten da den Wesker. 7 minutes is all I can spare. Ah, verdammt. Ja, ich hab gesehen, was du meintest von wegen Kontern, ne? Au, au, au. Ah, jetzt schießt die Tante da auf mich. Oh nee. Super. So, ach, bin ich auch Zoll. Ich meine, dass die auf uns schießt, ist auch nicht sonderlich hilfreich, ne? Ja. Oh, jetzt schießt sie auf mich. Oh, ich sterbe schon da. Das ist ja Wahnsinn. Ich konnte gerade eben ausweichen, was immer das. Ja, das sollte. Ist nur auf die Schießerei bezogen. Hm. Wir sind jetzt durch die Tür getreten. Ja, vermutlich wieder du. Du bist bislang immer durch die Tür getreten worden, nur manchmal stand ich dann da und manchmal standst du da. Du bist nicht hinter mir her, ne? Salto! Okay, so, ich benutze mal ein Kraut. Au. Wenn das okay ist. Ja, ja, nur zu. Ich kann da jemanden festhalten. Wen kann ich ihn da festhalten? Und warum? Oh, der Krankenwagen geht mir auf den Sack. Nee, glaube ich, sterb gerade weg, ja. Ah, was war ist das auf dem denn? Weg für... irgendwie nach unten. Ja, ja. Ich verstehe den Kampf nicht. Ich denke mal, wir müssen einfach auf den Typen draufholzen, bis er tot ist. Hm. Und das wird wahrscheinlich ein bisschen dauern. Hm. Ja, müssen wir. Und meine eigenen Schlucke verspuckt. Andersrum. Schlucke verspuckt. Schlucke verspuckt. Ausweichen. Yay, hab ich geschafft. Ach, da war Kontern wieder. Warum? Komm. Ach, jetzt schießt sie wieder auf mich. Das wie kann ich die denn nicht benutzen? Du hast nur Munition in der Hand. Nee, das waren die das sind Granaten für den Granatwerfer. Wut, wut. Was ist er denn? Bei mir hier, aber. Sterben. Ja, wir können vielleicht versuchen, indem wir uns ja hier unter das Ding hier stellen. Vielleicht funktioniert's. Vielleicht werden wir noch nicht getroffen. Weiß ich nicht. Your future hinges upon this fight. Your future. Guck mal, jetzt bin ich durch die Tür. Ja. Oh nein. Na dann, wo läufst du hin?
Ja, back dich mal oben fest. Und ja, ist gut. Ja, noch. Weil vielleicht, wenn du versuchst, hierher zu kommen, aber jetzt habe ich ja gerade schon versucht, von wegen. Ihm in den Rücken zu fallen. Also wenn er diesen Ansturm da macht, dann kann man kontern. Wenn er nicht gerade an einem vorbeirennt. Ja, das hier meinte ich. Dann taucht das Kontern ganz kurz manchmal auf. Ich hab's versucht gerade zu drücken, aber es läuft nicht. Was macht der denn da? Oh nein, sie kommt. Au, Mann. Sterbe mal wieder. Und da ist er. Das nervt ja auch überhaupt nicht, dass die da hinten steht und auf uns ballert, echt. Der macht da einfach sein Ding. Ja, nee, ich hänge hier fest, ich komme hier nicht. Nicht rum. Das ist doch kacke. Jetzt können wir mal im nächsten Raum mal gucken. Ein grünes Kraut. Das ist schön. Ja, kommt hier gleich um die Ecke. Wo guckt er hin? Wo will er hin? Was denkt er sich? Was geht in seinem Kopf vor? Er hat sich an einer Ecke festgeknabbert. You can't hide. Ja, vielleicht kann ich mich an den Rand schleichen. Oh ja. Das hat ja gut funktioniert. You can't hide. Ja, schieß mir in den Kopf. You can run, but you can't hide. In your back, bitch. Nein, was machst du denn da? Hier war mal gut ausgewichen, da. Ah, jetzt kommt die Tante wieder. Sie ist oben. Wo genau? Ja, hier in dem Gang bei mir. Ach. Da sollst du mal X drücken, da sollst du mal Viereck drücken, da sollst du mal Kreis drücken. Das ist doch alles Kacke hier, echt. Wo ist die Olle jetzt? Die ist hier in den Raum. Oh, da ist ein rotes Kraut. Nee, ich habe ein grünes. Das ist schön. Können wir ja zusammenpacken. Soll ich das geben? Ja, probier mal schnell, auf die Schnelle, bevor... Okay, bist du noch in der Nähe? Ja. Ich meine, er hat gerade eben was gesagt, von wegen, er hat 7 Minuten Zeit. Vielleicht müssen wir einfach nur die 7 Minuten überstehen. Das wäre aber auch dumm. Das stimmt. Aber ich sehe gerade keine Möglichkeit, da irgendwie dem zu entgehen. Ah, da kommt die Olle wieder. Ich wäre mal wieder dafür, dass wir... Der Olle. Ja, schön reingelaufen. Ich wäre mal dafür, dass wir unten wieder auf den großen Platz gehen, oder? Ja. Ich glaube, das ist einfacher als hier oben in den Eulen gehen. Und noch ein rotes Kraut. Ich glaube, unten steht auch noch ein grünes. Bei der Treppe, die nach links oben geht. Rechts oben steht auch eins. Er spricht. Ja, da ist Madame wieder. Hör doch auf, mir ins Gesicht zu schießen, Mensch. Und lass dir ins Gesicht schießen. Der Krankenwagen macht es jetzt gerade nicht besser. Ist sie irgendwie hinter mir her oder sowas? Nee, oh nee, die schlechten.
mehr oder weniger hier mitten im Dings. Ja, aber wo bleibt der denn, der Mann? Ja, lass den Mann doch mal da oben rumlaufen. Also ich bin dafür, die 7 Minuten zu überstehen. Stimmt, hört sich so nah an. Wo ist die Dame? Da steht uns gegenüber. Wobei er gesagt hat, die Zeit ist oben. Hä? Es war einfach nur überstehen. Boah, wie doof ist das denn? I expected more of a challenge after all this time, Chris. How disappointing. Yes. Go. Wesker, stop. Chris, I've got work to do. Have fun watching Jill suffer. Wait, what did you do to her? What's that on her chest? We have to get it off her.